Ich habe mich in Gothic 1 mal an einen Challenge Run gewagt, und zwar einen Armbrust-Only Run. Hier kurz die Regeln. Nur die Armbrust als Waffe benutzen, Teleportzauber sind erlaubt, Händlerinventare ausrauben ist verboten, damit es ein bisschen schwieriger wird, die Challenge wird ohne Bugs und Glitches gespielt. Erstmal ging es darum, sicher ins alte Lager zu gelangen, also kurz mit Diego gequatscht und ab dafür. Auf dem Weg also allen Monstern so gut es ging ausgewichen, was aber kein allzu großes Problem war. Angekommen im alten Lager habe ich zur Sicherheit erstmal alle Händler abgeklappert, aber wie ich noch richtig im Kopf hatte, gab es hier keine Armbrust zu kaufen, was für einen Armbrust-Only-Run natürlich ein kleines Problem ist. Um Erfahrung zu sammeln, habe ich hier erstmal so gut es ging alle Quests angenommen. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja, ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fjolkar. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst deine Möglichkeit, dich zu bewähren. Hey, du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Die Arena-Quest bei Sketty fällt in der Challenge leider flach, da ich die Wettkämpfer mit der Armbrust direkt töten würde. Danach habe ich noch einige Schwerter geschmiedet, um zumindest für den Anfang genug Geld in der Tasche zu haben. Um weitere Erfahrung zu sammeln, bin ich mit Mordrak zum neuen Lager gereist, damit er unterwegs die Viecher verkloppt. Unter anderem die Mole Rats beim toten Neck. An der Grenze zum Orkgebiet kam mir dann die Idee, wie ich an die erste Armbrust kommen könnte. Die beiden Gardisten hier am Durchgang haben nämlich beide eine leichte Armbrust dabei, was sehr praktisch ist. Sehr, sehr, sehr viel später. Somit hatte ich meine erste Armbrust. Easy, die Challenge konnte also richtig beginnen. Allerdings fehlte mir noch etwas an Geschick, um die Armbrust nutzen zu können. Also ging es weiter mit Mordrak zum neuen Lager. Hier wurde ich wie gewohnt von Lefty begrüßt. Nett wie ich bin, legte ich natürlich sofort los, außerdem gibt's gute XP dafür. Nach dem Wasserverteilen sprach ich noch kurz mit Homer über die Löcher im Damm und ging dann auch schon weiter Sumpfkraut für Balkagan verteilen, um mein Taschengeld weiter aufzubessern. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür, hier. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür, hier. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür, hier. Ich hab ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Bei der Gelegenheit lernte ich auch noch den Skill Akrobatik, um die beste Sprunganimation der Spielegeschichte zu bekommen. Bei Kronos nahm ich dann noch einen Ring mit, der mir mehr Geschicklichkeit gibt. Und danach geht's zum Banditenanführer Laris. Okay, jetzt kann's wirklich losgehen. Bevor es jetzt weiter in die alte Mine ging, machte ich noch einen Abstecher zur freien Mine. Hier kann ich kurz erklären, wie sich die Attribute auf das Armbrust-Gameplay auswirken. Im Gegensatz zum Nahkampf spielt bei der Schadensberechnung im Fernkampf lediglich der Waffenschaden und der Rüstungsschutz des Gegners eine Rolle. Die Attribute des Charakters haben keine Auswirkung auf den Gesamtschaden. Aber die Geschicklichkeit bestimmt die Wahrscheinlichkeit eines Treffers. Je höher die Geschicklichkeit, desto wahrscheinlicher ist es, den Gegner bei einem Schuss auch zu treffen. Auch im Fernkampf gibt es normale und kritische Treffer. Das Prinzip für die Berechnung ist identisch mit dem des Nahkampfs. Normaler Treffer, einfacher Waffenschaden minus Rüstungsschutz des Gegners. Kritischer Treffer, doppelter Waffenschaden minus Rüstungsschutz des Gegners. Für den Fernkampf gibt es zwei erlernbare Stufen, die das Erzielen eines kritischen Treffers ermöglichen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Wahrscheinlichkeit bei den beiden Fernkampfvarianten beim Bogen und bei der Armbrust unterscheiden. Für die Armbrust gilt hierbei Stufe 1 20% und Stufe 2 40%. In der freien Mine angekommen, holte ich mir die kostenlose Schürferkleidung und eine sehr wichtige Quest ab. Du weißt, warum wir das hier machen?
Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Auf dem Weg zur alten Mine fiel mir das erste Mal auf, wie stark schon die leichte Armbrust ist. Ich kann quasi schon die halbe Monsterwelt wegbolzen. Selbst Blutfliegen sind aktuell kein Problem und auch der Dammlurker war schnell erledigt. Etwas Sorgen habe ich mir allerdings bezüglich des Endgames gemacht, da dort einige starke Viecher auf mich warten. Aber dazu kommen wir ja später noch. In der alten Mine angekommen, erfüllte ich erstmal wieder Quests. Von ihnen holte ich die Liste, die für die Prüfung des Vertrauens benötigt wird. An dieser Stelle habe ich mich übrigens entschieden, dass ich mich dem alten Lager anschließen möchte. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Wieder raus aus der Mine, ab zurück ins alte Lager und unterwegs einige Gegner mitnehmen. Hier redete ich kurz mit Torus, versteckte mich in einem Fass und dann ab zu Baal Pavés. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Hier konnte ich auch schon kräftig mithelfen, denn die Armbrust machte viel, viel mehr Schaden als erwartet. Selbst Varane waren mit 2 Schüssen tot. Im Sumpflager angekommen, konnte ich auch alle Quests erfüllen, bis auf das Krautsammeln für Baal Tyrion, da ich hierfür jemand umhauen müsste. Und den Schlafzauber konnte ich auch nicht nutzen, da beides gegen die Regeln verstoßen würde. Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Bei der Gelegenheit mopste ich auch noch das Rezept von Kurkalon für den lieben Dexter. Mehr gab es hier für mich auch erstmal nicht zu tun. Zurück im alten Lager wurde es Zeit, einige Quests abzugeben. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Ich habe Neck gefunden. Gut. Hast du dafür Beweise? Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Abschließend eskortierte ich Dusty noch fix ins Sumpflager. Ist ja nicht weit. Ja. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen.
Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Dann war es endlich soweit. Ich gab die letzte Quest ab, die Prüfung des Vertrauens und durfte somit fort zu Gomez. Ich habe die Liste von ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Doch zuvor erstmal zu Scorpio. Und da traf mich die Enttäuschung. Den Armbrustskill konnte ich nämlich erst als Gardist lernen. Vor lauter Wut und Zorn raubte ich erstmal einige Truhen in der Burg aus. So, nach den Raubzügen ab zu Gomez und, ja, also erstmal, das ist ja blöd jetzt. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Zu deiner Frau. Und? Zu Gomez. Und? Zu deiner Mutter. Und? Zum Schläfer. Und? Zu einem Ork. Und? Das waren alle wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Jetzt aber. Endlich war ich Schatten. Noch meine Belohnung bei Milton geholt, die vergesse ich nämlich gerne mal. Ich bin gleich wieder da. Dumm, ich lauf mal hier nach links und dann die Treppe hoch. Ah, da ist ja, hallo Coristo, hier, ich hab einen Brief für dich. Ja, ja, geil, ne? No, ich lauf mal wieder zurück. Dumm, die dumm. Und dann war es Zeit für eine neue Armbrust. Skip hat doch bestimmt ein paar im Angebot. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Die wollte ich haben. Na, das konnte jetzt etwas dauern. Die neue Armbrust war mein und oh holy moly, machte die plötzlich Schaden, aber seht selbst. Auf ging's erneut ins Sumpflager, um im Auftrag von Raven zu erschnüffeln, was die Bruderschaft außer Sumpfkraut anbauen und rauchen noch so vorhat. Nächster Halt war also Iberion, um die Questkette rund um die Aufrufung des Schläfers zu beginnen. Um zu Nyros und den Fokusstein zu kommen, nehme ich immer gern eine Abkürzung, da mir der Weg außenrum einfach viel zu weit ist. Das ist zwar manchmal etwas fummelig, ging hier aber ganz okay gut. Nyros war dann auch schneller tot als der Held, zeig mir deine Ware, sagen kann. Fokus und Erz nahm ich an mich. Der Rückweg ging dann ähnlich geschmeidig von der Hand wie der Hinweg. Hervorragend. Von Iberion aus ging ich dann direkt zu Cor Kalom, um die nächste Quest zu erhalten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt laufe ich meistens bei der Goblinhöhle mit dem Almanach vorbei. So auch hier, denn diese liegt mehr oder weniger auf dem Weg zur alten Mine, sodass ich mir einiges hin- und hergelaufe erspare. Wer Gothic kennt, weiß, wie nervig die Goblins sein können. Ich meine, hört euch nur mal die Geräuschkulisse an. Mit der Armbrust waren diese aber null Problemo und der Almanach war in meinen Händen.
Weiter ging's mit etwas Gelaufe zur alten Mine. Dort angekommen habe ich erstmal für ihn das Zahnrad besorgt, um den Erdstampfer zu reparieren. Vorher möchte er mir nämlich in meiner Sache mit den Minecrawlern nicht weiterhelfen. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Mit dem Zahnrad in der Tasche ging es zurück zu ihm und damit zu Askan, um das Tor zu öffnen. Aber erstmal musste ich wieder 3 Templer zur Verstärkung besorgen. Für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Ich brauche deine Hilfe. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Das Tor geöffnet. Und sie kamen. Sogar die Drachen. Falscher Text. Die Minecrawler-Königin selbst war wie immer ein Witz, gerade als Fankämpfer. Nun noch schnell die Eier sammeln, bis unser Sack voll ist und wieder ab dafür. Nun konnte ich endlich Gardist werden. Mir fehlte allerdings noch ein Level bis Stufe 10, also bin ich noch kurz durch die Wälder und Ebenen gezogen, um weiter Monster zu plätten. Ich will Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst, es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf, denn ich sage sie nur einmal. Ah, die Gardistenrüstung hat schon was Cooles an sich. Aber behalt's für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Die Waffe weg! Wie heißt es so schön? Neue Armbrust, neues Glück. Übrigens ist das bereits die stärkste Armbrust im Spiel. Hinzu kam aber erstmal, dass ich bei Scorpio den Armbrustskill direkt auf Stufe 2 gebracht habe. Das heißt, ich hatte endlich eine 40%ige Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Bedeutet doppelter Waffenschaden abzüglich Rüstungsschutz des Gegners, wie bereits erklärt. Dabei finde ich ziemlich cool, dass der Held dazu in die Hocke geht. Ich mag das. Ich meine, welche Spiele machen das denn sonst noch? Gut ausgerüstet, wie ich nun war, ging es zu Kor Kalom, um die Aufrufung des Schläfers zu beginnen. Da ich sowohl die Eier als auch den Almanach in der Tasche hatte, ging es auch direkt los. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Sagt mal, erinnert euch die Cutscene nicht auch an das Finale vom ersten Indiana Jones Film, wenn sie die Bundeslade öffnen? Oder geht das nur mir so? Nachdem sich Iberion gemütlich hingelegt hatte, hieß es für mich, ab zum Orkfriedhof. Als Kind mochte ich den Orkfriedhof nicht. Er war mir zu schwer, zu dunkel, Balukor hatte eine grausame Wegfindung, überall Orks, das Spiel stürzte ständig ab und vieles mehr. Mittlerweile mag ich ihn aber ganz gerne. Er fühlt sich an wie ein kleiner Mini-Dungeon aus Zelda. Dort angekommen erstmal Orks töten und Mumien looten. Außerdem sammelte ich erstmal beide Pergamenthälften ein, damit Balukor sich bei der Wegfindung nicht irgendwo in den Felsen verkriecht. Ach ja, nur falls ihr euch fragt,
Die Orks waren überhaupt kein Problem. Armbrust und so. Mit Lukor im Schlepptau ging es dann in die große Halle zum starken Orkkrieger. Ja nun. Erzähl doch mal, welchen Buchstaben magst du denn am liebsten, Balukor? Na, dachte ich mir. Wieder am Tageslicht und zurück im Sumpflager ging es weiter mit der Krautsammelquest für Iberion. Da ich Sümpfe in Videospielen grundsätzlich ähnlich scheiße finde wie Unterwassertempel in Zelda, kaufe ich die Kräuter bei Fortuno für einen geringen Obolus. Bevor es nun ins neue Lager ging, machte ich einen Abstecher ins alte Lager, um meine Erzvorräte etwas aufzustocken und eine bessere Rüstung von Stone abzuholen. Die übrigens schweineteuer ist, wenn man sich die Challenge setzt, keine Händler umzukloppen und auszurauben. Hallo Saturas. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Also bin ich auf zum ersten Fokus. Und liebe Nasen, ab hier wurde es interessant. Denn mit der Armbrust, naja, seht selbst. Milton war ja auch keine sonderlich große Hilfe. Milton Schmilton, sag ich immer. Noch wollte ich allerdings nicht aufgeben. Die erste Idee, die mir kam, war, ihn durch Fallschaden zu erledigen. Oh, der Wächter bekommt auch keinen Fallschaden. Na großartig. Sollte der Run hier schon vorbei sein? Nee, eine Idee hatte ich nämlich noch. Den Schlüssel und Anhänger des Wächters eingesackt, ging es wieder zurück zu Milton. Der nächste Stein lag bei der Trollschlucht. Mit Diego zusammen, welcher hier auf mich wartet, waren zumindest die Goblins kein Thema mehr. Bei dem Troll sah das schon anders aus, denn weder ich mit der Armbrust, Trolle sind immun gegen Pfeile und Bolzen übrigens an der Stelle mal, noch Diego konnten gegen ihn was ausrichten. Diego versuchte also den Troll beizukommen, aber ohne ihn konnte ich nicht die verklemmte Winde betätigen. Den Troll habe ich versucht wegzulocken und sobald er weit genug weg war, bin ich schnell zurück zu Diego gerannt, der die Winde repariert hat. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Zum Spaß und der Freude habe ich dann noch die Banditen neben der Trollschlucht ausgeschaltet,
Das Armbrust-Gameplay macht nämlich sehr viel Spaß. Den nächsten Fokusse? Ach egal, war jener bei Gorn. Hier bekam ich auch direkt wieder Flashbacks zu der katastrophalen Wegfindung. Erstmal ging es in die kleine Schlucht, um einige Snapper zu erledigen und einen Schlüssel zu holen. Wieder oben angekommen sind Gorn und ich wie Athleten über den Baumstamm geklettert. Da Verwandlungen in der Challenge verboten sind, bin ich statt als Fleischschwanze mich durch die kleine Öffnung zu quetschen rechts über den Felsen gesprungen. Geht recht einfach und vor allem viel schneller. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Danach einige Snapper getötet und den kleinen Schattenläufer aus dem Weg geräumt, um an den dritten Fokusstein zu kommen. Durch den Wald ging es dann zum letzten Fokusstein bei Lester, mein least favorite. Irgendwie mochte ich die alte Bergfeste nie so wirklich, vielleicht liegt es an dem Gekreische der Harpien. Ich habe mich hier eines alten Trickes bedient und die FPS des Spiels auf 21 limitiert, was den originalen FPS zu Release entspricht. Das führt nämlich dazu, dass der Akrobatiksprung etwas mehr Strecke zurücklegt. Zurück bei Satoras, einen Batzen Erfahrungspunkte abgeholt und die nächste Laufquest zum alten Lager. Ich habe dort einen Fokus gefunden. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorn, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Und? Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Ich fühle mich hier schon wie ein Laufbursche. Ach ja, Lee's random Rede nicht vergessen. Danach ging ich zu Diego, auf dem Weg dorthin aber noch fix bei Scorpio vorbei ein Amulett kaufen. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Gardisten vor dem Tor erledigt, weil, wieso nicht? Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Oh, nicht schlecht! Die schlechten Nachrichten habe ich dann natürlich Satoras berichtet und bin dann direkt zu Lee, um den Söldnern beizutreten. Hallo. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Machen wir es kurz. Willkommen im neuen Lager, Söldner. Hier ist eine von unseren Rüstungen. Gut, dass du bei uns bist. Auf ging's zu Xardas. Orkrieger auf dem Weg machten wenig Probleme. Für die Golems hatte ich übrigens eine tolle Idee. Nämlich Scheiß auf die Golems. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Nach dem netten Palaver mit Xardas ging ich zum alten Kastell, Urshak etwas unter die Arme greifen. Noch kurz hier runter. Urshak gab mir dann einige hilfreiche Tipps und damit ging es zurück ins neue Lager auf zur Mine. Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Da Schakal schon tot war, warteten hier nur 2 Gardisten auf mich, was die Sache natürlich einfacher machte.
Die Miene mache ich normal sehr ungern, da ich meistens als Nahkämpfer spiele. Aber mit der Armbrust, Junge! Bitte helfen! Ach ja, ich sollte hier auch was erledigen. Da ich hier schon alles getötet hatte, war die Medizin auch kein Problem. Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ortantak. Jetzt begann wieder ein interessanter Part, die Teile für das Ulumulu sammeln. Schattenläufer, Feuerwachan und Sumpfei waren hier kein Thema. Aber für den Troll musste ich mir was ausdenken. Und die ersten Versuche waren, naja, sagen wir ausbaufähig. Irgendwann ist es mir, also besser gesagt Milton, gelungen, den Troll zu töten. Zurück beim Orksklaven steckte ich das Ulumulu in die Tasche, holte mir die Crawler-Rüstung und dann ab in den Schläfertempel. Die Skelette haben einen sehr hohen Rüstungswert, weshalb ich einige Probleme hatte, ihnen Schaden zu machen. Mit genug Ausdauer ging das aber dann doch ganz gut. Nur dieser Raum machte mir echt zu schaffen. Danach ein Schaman nach dem anderen ausgeschaltet. Den hier habe ich sogar mit der Stachelfalle getötet. Schwert einpacken und wieder zurück zu Xardas. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Die Erzrüstung habe ich mir dann natürlich auch geholt und ich wollte unbedingt noch ins alte Lager ein bisschen Rache üben für den Rauswurf. Aber weg hier. Gomez musste natürlich auch dran glauben. Dann war es Zeit für das Ritual der Klinge. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit?
So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Dieser Dialog mit Xada spawnt übrigens die zweite Teleportspruchrolle, mit der ich wieder sehr einfach in den Tempel kam. Jetzt ging's Schlag auf Schlag, also auf zum letzten Schamanen. Gothic-Kenner wissen, der ist gegen normale Waffen immun, aber ich würde nicht Pappnase heißen, wenn ich dafür nicht eine Lösung hätte. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Was ist los mit dir? Auf dem Weg zum Schläfer noch schnell Xadas ins Bettchen gebracht. Und jetzt ging es nur noch darum, die Schwerter in die Herzen zu rammen. Das war der Armbrust-Only-Run. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Challenge-Run ihr als nächstes sehen wollt. Danke fürs Zusehen, ihr Nasen. Und hier. Abonnieren nicht vergessen, ne? Ja, so.